Ja, den können wir leider nicht mehr rausfinden, ist mich gerade gestorben. Nach 300 Tagen, ja. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ha. Auf der einen Seite zwingt es das Spiel, so viele Arztpraxen zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir so wenig Platz. Das heißt, wir sind gezwungen, Gebäude in Räume in andere Gebäude zu bauen. Und dann kommen die nicht hinterher. Das ist eine ungünstige Kombination. Das Spiel stellt einen vor Herausforderungen, die eigentlich nicht sein müssen. Ja, wir versuchen trotzdem, was hinterher zu kommen. So. Diese Horde an sterbenden Leuten, ne? Oder an unzufriedenen Leuten, das ist echt mies. Das Geilste ist, auch obwohl die Leute so extrem stark abzocken, sind wir gerade mal ganz knapp im Plus, ne? Das ist eigentlich auch ziemlich witzig. Ich denke mal, weil wir so viele befördert haben, aber dafür haben die nicht auch alle ganz gut trainiert. Ich weiß es nicht, du. Einfach alle rauswerfen. So, die Zufriedenheit ist jetzt eigentlich wieder im grünen Bereich. Deshalb gehen wir hin. Machen Diagnose. Alle, die noch keine Diagnose bekommen haben oder so, oder die am Empfang stehen, schmeißen wir raus. Easy peasy. Zack und zack und zack. Eieiei. Ich finde das echt heftig, wie viele Personen hier hinkommen. Das Krankenhaus ist nicht ausgelegt für 200. Plus. Das Witzige ist, Factorio ist extrem komplex, wenn man so ins Late Game reinkommt, ja? Und selbst das ist einfacher zu handeln als das hier, also so von der. Da ist es nicht so fatal, weißt du? Da kann nicht zu viel reinkommen, eher immer nur zu wenig, weißt du? Dieses zu viel ist echt böse. Ich meine, besser als zu wenig, gebe ich zu, ja, aber. Naja. Gegen zu wenig kannst du wenigstens was machen, gegen zu viel nicht. Ich meine, guck mal, wir werfen hier quasi jede halbe Stunde 5000 Leute raus. Theoretischerweise kann ich mich hier hinstellen, das Spiel auf schnell laufen lassen und einfach dauerhaft Leute rauswerfen. Oh wei, oh wei. Guck dich mal, wie viele blaue Dinger da sind. Ach du Scheiße, Mann. Haben wir es geschafft, ja? Okay. Das komplette Krankenhaus ist jetzt einfach rausgeworfen. Und tschüss, Leute. Ich meine, okay, das war jetzt auch wegen der Frakturkampagne, dass da so viele kamen, aber leck mich am Arsch. Viel zu viele, Mann. Ich meine, guckt euch das mal an. Oh, so schön entspannt der auf einmal. Wollen wir ganz kurz gucken. Wir müssen mal hier das Personal von den Hausmeistern rumschicken. Es geht. Hallo? Ah, du jagst gerade einen Geist, das ist okay. Nicht Toiletten reinigen, du hast hier einen Job. Und du.
hast da einen Job. Nur 2 geheilt. 90 Tage ohne Todesfall. Ja, es wird eh nicht funktionieren. So, die gehen jetzt ja alle, ne? So, siehst du, jetzt gehst du mal ein bisschen runter. Ich wette, wir haben trotzdem noch, wenn die alle weg sind, haben wir trotzdem noch mindestens 150 oder so. Oh, sehr gut. Und trotzdem müssen wir mal fangen. Guck mal, schon wieder ist das hier so voll. Ich will nicht so ganz krassen, aber trotzdem, dass das hier schon in der Warteschlange ist, die zu voll ist. Übel, übel, übel. So, da gehen sie alle. Gut, und die Hälfte ausgeworfen. On 2-Point Radio. We had a caller on the line just now, but he sounded suspicious, so I hung up. Which means this week's big prize is still up for grabs. So why not try your luck and you could be the winner of a year's supply of lint. So, wir bilden jetzt nochmal ganz kurz mit aus hier. Machen wir Marketing mal. Viel Spaß. Weg, weil irgendwie scheint da keiner zu kommen. Warum auch immer nicht. Allgemeinmedizin 4. Das ist doch schön. Aber jetzt mit dem Marketingzimmer können wir das nächste Mal uns darum kümmern, dass wir ein Marketingzimmer machen und dann direkt Personal anfordern, was wir auch wirklich brauchen. Nicht mehr so ein Kuddelmuddel haben. Maintenance announcement. Plants need water. Und trotzdem haben wir noch weit über 100 Patienten. Guck dich das mal an. Oh, Popstar now visiting the hospital. Wir befördern keinen mehr jetzt hier. Komm. Reicht jetzt mit Fortbildungen. Vorerst. So, Gehalt. Aber klasse, dass irgendeiner unzufrieden ist. Please leave toilets as you would hope to find them. Oh mein Gott. Das Geile ist, sie sinken auch mit dem Geld. Uiuiui. Was halt auch ungünstig ist, ist halt diese Strecke, wenn die von hier nach da laufen, sind schon 80 Tage rum. Zurück nochmal 80 Tage rum. Wenn die nach da laufen, 80 Tage rum, tot. Also rein theoretisch müsst ihr es in einer Reihe aufstellen, ja? Theoretischerweise müssten wir die alle relativ nah nebeneinander haben. Was aber bei so kleinen Gebäuden nicht möglich ist. Ist ungünstig. Heieiei. Sehr schön. Weiterbildung abgeschlossen. Marketing 2. Cool. Ja, kann man so lassen. Ich meine, ihr könnt eigentlich auch mal ganz kurz hier auf Patientenbetreuung gehen. Und naja. Attention. Urinating anywhere in the hospital will not be tolerated. Don't put your health in the hands of a quack. Come to Bungle Meditech. Could make you live forever. Versuchen wir es nochmal. Bungle Meditech. Other hospitals offer leeches. Ours will leave you speechless. 24 hours a day. Mal gucken, dass es klappt. This is 2-Point Radio. Uiuiui. Keine Beförderung mehr. Spritzen, auf geht's. Huch, leck. Hallo. Okay. Tjo. Mehr Bauen ist da auch nicht mehr so wirklich drin. Das reicht eigentlich auch so.
Das Krankenhaus ist auf maximale Kapazität. Ha. Hat sich geweigert zu bezahlen, bla bla. Allgemeinmedizin 4 ist abgeschlossen, sehr schön. So. Allgemeinmedizin 3. Passt. Du, Diagnose 4. So, dann gehen wir weiter auf die hier. Du gehst auf Kundenbetreuung 2. Gut. Wie sieht's aus, Jungs? So, die Kampagne reicht jetzt. Weil, wie ich sehe, hat es auch schon sehr gut funktioniert. Es sind sehr viele Frakturen, Leute. Wunderbar. Bla bla bla, Preise zu hoch. Gut, gut. Aber jetzt regnet wieder überall, ne? Ungünstig. Die Spritze müssen wir eigentlich auch weiter hier dingsen. Aber mehr geht jetzt gerade nicht. You ever called one of Bungle's hotlines? The voice on the other end is a sophisticated AI that tells you everything really wrong with your lifestyle. Spritzenmeister. Entwickle hochwertigere Injektionspräparate. Was stand eigentlich bei der Fraktion bei? Habe ich das eigentlich gelesen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. In den unverträchtigsten Gegenden des County werden Poster aufgestellt. Achso, ja, okay. Naja. Im Gang sind 6 und nicht einen einzigen behandelt. Ja, das tut weh. Oh mein Gott. Weißt du, bei Prison Architect haben die es doch auch gemacht. Da kann man auch regulieren, wie viele Personen reinkommen. Das sollten die ja auch einfügen. Dass man sagt, so maximal 180, dann Ende. Mehr dürfen nicht. Die können ja ganz zum Empfang laufen, beim Empfang und dann direkt sagen, nee, tut mir, wir sind voll, tschüss. Das wäre cool. Einen haben wir sogar halt. Oh, cool. Immerhin einen. Das Geilste ist ja auch jetzt, hallo? Okay. Jetzt, wo wir es umgesetzt haben, ne? Da ist die witzigerweise fast immer leer. Hat sich geweigert zu bezahlen. Hier würde ich aber auch, wenn ich sterben würde. Kann ich nachvollziehen. So, alle fertig. Perfekt. Ja, ich will keinen Befördern gerade. Tut mir leid. Wir brauchen nur noch 3 Leute, die bei der Fraktion hier durchkommen. Na komm. Setz dich rein. Wo ist denn die 1? Oh, die kommt jetzt gerade rein. Wo sind die folgenden Patienten? Die steht unten noch irgendwo im draußen Außenbereich. Ist gleich dran, aber steht im Außenbereich. Sehr schön. So muss das. Ha. Na komm.
Ja, vom Spitzenhaus, blablabla. Sollten wir noch eine bauen? Nein, können wir nicht. Da ist kein Platz für da. Weil unser halber Platz sieht hier unten schon aus, nur für Arztpraxen. Wir können natürlich hier von einen Zweck machen und dafür so ein Spritzendings hinsetzen. Ist ja noch eine Idee, aber. Ah, Quatsch. Ah, du bist schon da, sehr schön. Attention. Gerade mit urinating anywhere in the hospital will not be tolerated. Na kommt, Leute, wir haben fünf. Bitte was? Wo sind denn die anderen Pfleger? Ne, ihr habt vier, ne? Okay. Hä? Hab ich das nie reingesetzt da? Mit plus vier? Hoppala. Das erklärt auch, warum die so langsam sind hier. Weil die haben echt gefehlt. Ja, wir arbeiten nicht kostendeckend, bla bla, am Arsch. Wir arbeiten noch nur deswegen nicht kostendeckend, weil unsere Mitarbeiter alle mittlerweile doch viel zu teuer sind. Wenn man sich das so anguckt, die haben mittlerweile alle ein Gehalt von... Naja, krass. So sieht das auf jeden Fall gut aus. Pharmacy, calling nurse. Na komm. Leute, die stehen davor. Helft ihm nochmal. Der nächste rein hier, genau. Fertig. Gut. Der Familienansitz der Foxbridges befindet sich im Raum Flemington, wie auch der Großteil der Foxbridge-Sippe. Diverse Familienmitglieder haben sich sehr positiv über ihr Etablissement geäußert, was mich sehr erfreut. Es geht schließlich nichts darüber, Neuigkeiten direkt von der Quelle zu erfahren. Der Quelle alles Geldes, allen Geldes, versteht sich. Widmen Sie sich weiter dem Krankenhaus, das Flemington gebührt, um sich noch mehr Belohnung zu verdienen, oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Ja. Ruf von 90%, wir haben 100%. Krankenhauswert von... Was? Wird nochmal 5 Millionen? Alter, jetzt geht's schon los. Kann ich nicht dieses scheiß Krankenhaus mal abschließen? Ich will in drei Marketing... Ja, jetzt müssen wir das Spritzenhaus doch weiter an. Guck mal. Okay. Machen wir. So. Und so. Passt. Ja, hier, das war klar, dass wir so viele Spritzen, Leute, haben. Nehmen wir verzieren die dazu. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Stück auf drei Räume. Ja, ist okay, komm, passt schon. Vier Psychiatrien reichen nicht. Traurig. Jetzt sterben die wieder alle. Okay, speichern. End of year approaching. Weg da. Wieso ist unser Krankenhaus der letzte Scheiße und gerade eben war das so gut? Ach so, weil der Profitfaktor weg ist, ne? Weil Sachen lang, das ist viel wert, unser Guthaben, okay. Ja, kann man eigentlich jetzt nur noch laufen lassen, aber was sollen wir denn anders machen? Geht nicht viel. Aber wir können ganz kurz hier. Has anyone actually read the ingredients list for Briny Brittle? It just says salt 84%. Other ingredients. 16%. Think of sending some samples to the lab to find out what those are. You don't need a lab. Boah, mein Gott, wie viel Sterne hier gerade. More great tunes. What the fuck, man? Was geht denn da ab? Junge! Das Geile ist, wir haben überall zu viel genug Mitarbeiter. Die Räume laufen eigentlich alle auf Hochtouren und trotzdem verrecken die hier wie die Fliegen. Oha!
Ja, nicht gut. Naja. Wir können natürlich auch versuchen, den Einzelraum davon zu ändern, aber... Ungern. Ach komm, muss ja sein. Sonst meckern die ja ewig rum. Kann ich den Raum nicht kurz irgendwo absetzen, wo jetzt... Nicht irgendwas gelöscht wird? Nein, natürlich nicht. Dann kurz in die Ecke natürlich nur eine Pflanze. Ja, weg damit. So. Fertig. Man muss ja damit zusammenhängen, anders geht's ja gar nicht. Nicht kopieren. Bearbeiten, darüber setzen. Dann die hier bearbeiten, darüber setzen. Bearbeiten. Darüber setzen. Dann nehmen wir dich. Und dahin. Vielleicht kann das ja ein bisschen euren Laufweg entspannen, weißt du? Kann ja passen. Objekte, wo war die Pflanze? Ja. Da. Vielleicht hilft das ja. Ich gehe nicht davon aus, aber vielleicht. Das Einzige, was hier echt gut funktioniert, sind hier die Toiletten mittlerweile. Und das hier. Der Marketingraum und die Forschung. Überall, wo keine Patienten mit involviert sind. Alter. Oh, ich gieße eine Pflanze, während das ganze Haus auf dem Spuken ist. Scheiße. Der macht Pause. Und wieder Leute am Verrecken. Wie viele Patienten haben wir? 500? Schon wieder 260 fast. 250, okay, gut. Verdammt! Boah, ich will jetzt mal keine Nummer rauszuwerfen. Guckt euch das mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Lass uns einfach so laufen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Das ist was. Ich merke so. Das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich würde das Spiel hier mittlerweile schon fast sagen, dass ich aufhöre. Man merkt halt genau so, dass es gerade endet wie bei. Ja, komm, ich laufen lassen. Das endet gerade so. Wie bei Rare Empire irgendwie. Weißt du, bei Railway Empire ging es ja eigentlich auch nur zunichte aus dem Grund, weil es halt so zu wenig Feindetail hier Detailing drin hat. Man hat zu wenig Möglichkeiten da, das in den Einstellungen so zu machen, dass das alles besser und genauer funktioniert. Ich meine, mehr als warten können wir jetzt gerade nicht. Empfang. Das sind viel zu viele Leute. Scheiße, die Herausforderung. Warum bist du verreckt? Wie kann das? Werden wir wegen Zeit? 300 Tage tot. Okay. Warum bist du verreckt? 300 Tage tot. Warum fängst du? Verreckst du? 300 Tage. 300 Tage. Fast 300 Tage. Über 300 Tage. Ja, und das kommt nur deswegen zustande, weil das zu viele Leute sind.
Oder kann man das irgendwie regulieren? Ich glaube mich nicht. Kann ich nicht einfach das schließen? Ne. Ah ne, die gehen jetzt einfach nur nach da oben hin, ne? Ich dachte schon, die gehen jetzt einfach. Gehen die echt? Ah, die sind geheilt, okay. Also das hilft nicht. Jetzt gehen die immer nur dahin. Ha. Guck, wir haben 21 Arztpraxen und trotzdem ist überall eine dicke Warteschlange vor. Ja, speichert wieder ewig lang, okay. Filmster Besuch, ja, gib her. Nicht befördern. You know, I've DJed at over 20 stations all over the world. Even DJed in one of those cities under the sea they don't want you to know about. But this one still has. Eigentlich bin ich jetzt gerade gezwungen, wieder Leute rauszuwerfen, weil das so viele. Guck mal, die sterben nur wegen Zeit. Nur deswegen. Kein anderer Grund. Und warum? Juni. Eingetroffen. 20 Tage später aufgenommen. Juni, dann Juli, August und September. Über 2 Monate hast du gebraucht, bevor du deine Diagnose abgeschlossen hast in der Arztpraxis. What the fuck? Okay, auf jeden Fall können wir schon wieder Leute rauswerfen. Das ist so krank einfach nur, ne? Weil das funktioniert sonst nicht. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Das ganze Krankenhaus rauswerfen. Alle. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, weil es 200 sind. Aber ganz ehrlich, ich werfe einmal alle raus. Ausnahmslos. Außer natürlich die ich nicht rauswerfen kann, ne? Warum auch immer ich die nicht rauswerfen kann. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung, weil du gerade reingerufen wirst oder so, weiß ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Tja, oh, was ist denn jetzt passiert, okay? Tage und die sind nur vor der Arztpraxis am Warten. Ach du Scheiße. Ich wüsste aber auch echt nicht, was ich dagegen tun soll. Ich meine, ich denke mal, es ist nicht Sinn und Zweck des Spiels, dass man sich hier hinstellt und alle Leute rauswirft, aber... Wie kann ich die denn noch anders regulieren? Ich meine, ich kann natürlich versuchen, meinen Ruf runterzukriegen, aber wie? Das Witzige ist nämlich, mittlerweile ist der Ruf einfach, wenn er einmal oben ist, bleibt er irgendwie oben. Seitdem ich die Kampagne da einmal gemacht habe, geht er gar nicht mehr runter. Und die Preise, die kann ich ja nicht noch weiter erhöhen. Ich meine, wir haben die schon so weit oben, das ist ja... Oder weißt du was? Wir können! Ich meine, was soll passieren? Dass sie weniger Leute kriegen, dann würden wir das Problem vielleicht aus der Welt schaffen. Aber das kann nicht Sinn und Zweck des Spiels sein, dass man die Preise auf 100% setzt oder sonst irgendwas. Oder die ganze Leute rauswirft. Es ist ja ein Resultat daraus, dass man halt das nicht genau einstellen kann oder regulieren kann. Schade, schade. Ich möchte mal anmerken, ich bin immer noch nur beim Empfang. So, jetzt kommen wir zur Psychiatrie. 240 Tage, 230, 250 ungefähr. Heilige Scheiße. Ja gut, wir müssen eh unseren Wert gerade steigern, dann können wir eigentlich auch die ganzen Preise anziehen, ne? Und ist das, was das Spiel mir sagen möchte?